Die Lotusblume wird in Asien als heilig verehrt. Bereits Sanskrit-Texte aus dem 8. Jahrhundert berichten von der erstaunlichen Tatsache, dass die Blätter der Lotusblume auch aus schlammigen Tümpeln stets makellos sauber auftauchen. Sie gilt als Symbol der Reinheit. Das hat nicht nur mit der Schönheit ihrer Blüten zu tun, sondern vor allem mit den Eigenschaften ihrer schildförmigen Blätter. Dennoch blieb es dem deutschen Wissenschaftler Wilhelm Bartlott vom Botanischen Institut der Universität Bonn vorbehalten, den Selbstreinigungsprozess zu entdecken. Ursprünglich wollte er anhand der Oberflächenstruktur von Blättern Verwandtschaftsbeziehungen im Pflanzenreich feststellen. Dabei entdeckte er, dass manche Pflanzen im Gewächshaus stark verschmutzt waren. Andere ließen sich mit einem Wasserstrahl einfach reinigen. Er erkannte, dass wenige Millionstel Meter hohe Unebenheiten Wasser und Schmutz ablaufen lassen. Damit brach er mit dem bisher gültigen Dogma: je glatter eine Oberfläche, umso leichter ist sie zu reinigen.